So, nochmal hallo zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag gegen Hannover 96. Ich begrüße Max Eberl und Lucien Favre. Lucien, eine Info habe ich schon reingeschrieben. Julian Korb hat heute nicht trainiert, hat einen fieberhaften Infekt. Ist etwas fraglich. Wie sieht es sonst personell aus und was erwartest du am Sonntag gegen Hannover für ein Spiel? Guten Morgen. Ja, Julian konnte nicht trainieren. Er war gestern zum Doc. Es ist nicht so schlimm, aber es war Mandelentzündung. So. Und er konnte heute nicht trainieren. Mal sehen, was passiert bis morgen. Und wir trainieren morgen um 16 Uhr. Mal sehen, ob er wieder da ist. Sonst alle Spieler sind an Bord. So zwei, drei Sätze zu Hannover noch sagen, bitte. Ja, Hannover hat bis jetzt gut gespielt, aber ich habe das letzte Spiel gesehen gegen Bayern, wo sie gut gespielt haben. Sie machen die 1-0, kriegen die 1-1 bei einem Freistoß. War es wieder Freistoß? Und so, aber es ist eine gute Mannschaft. Wir wissen, alle Mannschaften sind gut. Und mehr nicht. Gut, dann bitte eure Fragen. Perfekt. Keine? Doch, Carsten, ich habe schon gedacht. Herr Favre, Sie hatten nach dem Spiel in Mainz angemerkt, dass Ihnen gerade am Ende des Spiels ein paar Prozent Ballbesitz gefehlt haben. Gerade im Heimspiel hat die Mannschaft ja oft über 70% Ballbesitz gehabt in der Vergangenheit. Wie wichtig ist das, diese Kontrolle über das Spiel zu behalten, weil man den Ball hat? Gerade im Heimspiel gegen eine Mannschaft wie Hannover, die auch kontert. Ja, wenn du den Ball hast, die anderen haben nicht den Ball, natürlich. Das ist dann vor. Sie können keine Tore schießen. Und deshalb habe ich das gesagt. Es war der Fall, ja. Viele Spiele haben wir mehr Ballbesitz gehabt. Es war nicht der Fall, zum Beispiel gegen Freiburg zu Hause, wo Freiburg viel mehr Ballbesitz hatte als wir, weil sie sehr gut gespielt hatten. Aber ich habe das nach dem Spiel gesagt, weil wenn du den Ball halten kannst, die anderen haben den Ball nicht. Einfach so. Nochmal Carsten Kellermann. Frage an Max. Rainer Bonhoff hat jetzt auf eurer Homepage gesagt, dass jetzt Hannover ein guter Einstieg in die Endphase der Saison gelingen soll. In der Endphase trefft ihr auf noch fast alle Konkurrenten im Europarennen. Wie schwierig wird das in den letzten Wochen dann noch sein? Bayern kommt, Dortmund, wie gesagt, alle von oben. Wie weit ist die Mannschaft, dieses dann aufzunehmen auch? Aber jetzt gilt es ja erstmal gegen Hannover, diese Ausgangslage weiter zu festigen. Das ist im Grunde, was zählt, was dann irgendwann in den Spielen, es kommen große Spiele noch, ja, schwere Heimspiele noch gegen die Konkurrenten um international, schwierige Auswärtsspiele gegen Mannschaften, die auch noch eine wichtige Rolle in ihren Zielen spielen. Also, aber deswegen, zu weit gucken möchten wir nicht. Wir haben jetzt Hannover und das ist ein Heimspiel, wo wir versuchen wollen, wieder zu punkten, um einfach unsere Ausgangslage weiter zu festigen, zu stärken.